Die Märkte zieht es weiter nach oben. Da ist auch nicht ein kurzer Rücksetzer ausschlaggebend, um das Maß oder die Richtung zu verändern. Nein, im Gegenteil, es bleibt offensichtlich bei der Aufwärtsrichtung. Das ist hier der DAX und das, was wir ja schon gestern angesprochen hatten, das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Der Markt setzt sich offensichtlich jetzt ein bisschen weiter fort. Ich hatte mal die Frage bekommen, wie weit kann sowas denn gehen? Da haben wir hier oben durchaus einen validen Bereich, wo typischerweise der Markt auch sehr gerne hingeht. Also das wäre eine Zone, die sowieso nicht von der Hand zu weisen ist. Mustermäßig wäre es eigentlich im übergeordneten Bild nicht, aber im untergeordneten spricht eben alles im Moment für die Long-Seite zumindest mal noch ein bisschen. Also sprich, dass wir dann noch ein klein bisschen weiter nach oben gehen. Da ist auch keine Unterscheidung zu machen, auf welchem anderen Markt wir unterwegs sind. Auch der Nasdaq zeigt da noch nichts, auch der S&P zeigt da nichts, auch der Dow Jones zeigt da nichts, was irgendwie in eine andere Richtung eben weist. Wir hatten gestern auf Stundenbasis einen Trade ja vorgeschlagen, der ganz schnell und ganz kurzzeitig, kurz und schmerzlos, dieses ganz kleine Ding. Kurze Zeit später ist der Kurs tatsächlich nach unten hier geschossen. Allerdings auch das war nur ein ganz kleines Intermezzo. Ziel erreicht, schnell die Richtung gewechselt, als ob es keinen Morgen gäbe. Also wir sehen schon, solche Situationen, die bringen die Marktteilnehmer im Moment noch nicht in Schwulitäten. Im Gegenteil, man bleibt auf der Long-Seite und das zeigt sich offensichtlich immer wieder, so wie wir das hier dann entsprechend sehen können. Einstiegsmöglichkeiten gibt es deshalb trotzdem immer noch. Nicht so sehr auf der Long, na, Long ist falsch, auf der langfristigen Seite. Weil man einfach sagen muss, wir sind in der Blasenbildung. Aber solange wir im kurzfristigen immer wieder eben noch Trading-Situationen bekommen, nur als Beispiel mal hier im 15-Minuten-Chart, Schub hoch, wackelig nach unten, Schub hoch, eher wackelig nach unten. Also die Bewegung eben nicht mit der gleichen Stärke und so weiter. Schub hoch, wackelig nach unten. So lange bleibt es eben die Aufwärtsrichtung. Jetzt haben wir so ein ganz klein bisschen, so ein zartes Pflänzchen auf der Gegenseite, was vielleicht nicht ganz uninteressant ist, etwas, was relativ stark nach unten ist, aber wackelig nach oben. Das lässt zumindest mal hoffen, dass der Kurs ein bisschen nach unten kommt. Ich weiß, Bullen hoffen da überhaupt nicht. Trotz alledem, die Erwartungshaltung, dass der Kurs auch mal eine Pause macht, muss ja nicht schlimm sein. Und so ein Rücksetzer, für mehr ist dieses Kursmuster nicht gut. Aber das bietet dann die Möglichkeit, entweder zu sagen, wer bärisch sein möchte, ich lasse die Position offen, ich lasse meinen Einstieg einfach, meinen Stop auf dem Einstieg sozusagen und lasse die Position rennen. Und wenn sowas kommt, freue ich mir ein Loch in den Bauch, weil ich sage, hey, genau das habe ich haben wollen. Wenn der Markt dann dreht, naja, bin ich mit plus minus null raus und dann kommt halt die nächste Richtung. Also, das sollte man immer vor Augen haben. Wir haben immer nur aus dem kleinen Bild natürlich jetzt erstmal so diese erste kleine Indikation, die weist insgesamt immer noch tapfer nach oben. Der Trend ist nun mal sehr stabil. Aber so kleine Rücksetzer können den Anstoß geben. Deshalb bitte, bitte nicht den Fehler machen und auf solche kleinen Situationen drauf reinfallen im Sinne von, ha, das ist jetzt der Beweis, jetzt geht es 5000 Punkte nach unten. Das ist natürlich Quatsch, denn wir wissen, dass solche Kursmuster typischerweise zumindest mal sich nochmal wiederholen von mir aus. Das heißt, so diese 100%-Ziele nochmal erreichen. Aber ob es weitergeht, das ist möglich, aber das ist da überhaupt nicht ausgemacht. Und im Gegenteil, wenn wir dann tatsächlich irgendwie sowas haben, hätten wir ja schon fast schon wieder das nächste Long-Signal, so wie wir das immer wieder auch hier im Kleinen, ich hatte die Zeichnung eben, oder im etwas Größeren hier haben. Ihr seht das, ganz klare Aufwärtsrichtung und wackelig hier runter, Trendkanal. Es ist im Prinzip fast egal, auf welcher Ebene man da unterwegs ist. Also, man muss das Spiel spielen auf kleiner Ebene rein und dann sagen, entweder es läuft oder es läuft nicht. Im Moment läuft es ja eigentlich relativ gut. Man kann dann also sagen, okay, wenn ich mein Minimumziel erreicht habe, kann ich rausnehmen, kann ich Gewinne mitnehmen oder aber ich lasse es eben laufen. Für was wir uns heute entscheiden im Trade des Tages, das ist noch nicht entschieden. Trotzdem sehr, sehr gerne mal einen Blick drauf werfen. Gestern zum Beispiel ist innerhalb von Minuten ins Ziel gelaufen. Vorsichtshalber muss ich sagen, es läuft natürlich nicht jeder positiv. Es gibt auch immer wieder negative zwischendrin, also die dann in den Stop laufen. Allerdings, Chance-Risiko-Verhältnisse sind ja bei uns typischerweise so groß, dass wirklich viele negativ laufen müssen, um da keine positive Performance rauszuholen. In diesem Sinne, mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt erstmal allein. Schaut selber ein bisschen auf den Chart. Es macht gerade wahnsinnig viel Spaß. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal.